Liebe Zuschauer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung unserer Sendereihe Berlin Talk. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten, lautet religiöse Oberhäupter, die Stellvertreter der Propheten. Und um uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, haben wir zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Imam Abdul Basit Tariq Sahib. Er ist Islamwissenschaftler und außerdem der Imam der Khatija Moschee. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jazakallah. Und wir haben auch eingeladen Herrn Asif Sadiq Sahib. Er ist der Pressesprecher der Khatija Moschee und außerdem ein Student. Assalamu alaikum. Ja, wir möchten gleich mal in dieses Thema einsteigen. Und die erste Frage geht an Sie, Asif Sahib. Welche Möglichkeiten eines Nachfolgers, eines Propheten gibt es denn? Also grundsätzlich kennen wir das aus der Historie, dass es zu der früheren Prophetengesandtschaft, zum Beispiel um Moses herum, da gab es Propheten nach Propheten. Aaron war zum Beispiel einer der Propheten. Oder es gab den Propheten David und sein Sohn Salomon oder Suleiman, wie es im Arabischen heißt. Das war eine Möglichkeit der Prophetenfolge und der eine Prophet hat den anderen Propheten beerbt. All dies ist mit den letzten Religionen, insbesondere dem Christentum und auch dann dem Islam, weggefallen. Besonders im Islam glauben wir ja daran, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte gesetzgebende Prophet ist. Und dadurch, um seine Stellvertreterschaft einzuführen, wurde das Kalifat eingeführt. Und sowas Ähnliches in dieser Form gibt es auch im Christentum. Das nennen wir das Papsttum letztlich, was auf Petrus, dem Apostel Petrus zurückgeht. Und wir haben heute den Papst als Stellvertreter Petri. Ja, Mamta, wir haben gehört, es gibt halt diese verschiedenen Arten der religiösen Oberhäupter. Aber die grundlegende Frage dabei ist doch, wieso braucht man überhaupt ein religiöses Oberhaupt? Weil Religion hat zwei Aufgaben. Einmal die Menschen zu erziehen, moralisch und auch religiös. Und weil ich spreche als Vertreter des Islam, aus Sicht des Islam, weil Islam ist eine universale Lehre. Und der Botschaft des Islam ist für die ganze Menschheit. Und deswegen die Aufgabe des heiligen Propheten Muhammad, Friede Gott sei mit ihm, und seine Nachfolger, als Kalifen, waren sehr schwer, sehr großartig und unendlich. Wie kann ein Mensch, der in einem bestimmten Ort lebt, zum Beispiel der heilige Prophet Muhammad, Friede Gott sei mit ihm, als Mensch, weil er war in Arabien geboren und dort gewachsen und dort hat er gelebt, wie kann er in seinem kurzfristigen Leben seine Botschaft die gesamte Welt bringen und damit die Leute überzeugen? Deswegen, die Propheten kommen mit der Botschaft. Sie schaffen die Grundlage einer Religion, einer Glaube. Und sie befestigen diese Grundlage. Dann kommt nach ihrem Ableben, dann kommen die Menschen, die als Vertreter des Propheten erscheinen, auftreten. Und diese Vertreter des Propheten sind auch von Gott unterstützt. Das steht im Heiligen Koran, in der Ayat Istikhlaf. Sie werden von Allah unterstützt. Und Allah hat versprochen, dass durch diese Vertretung, das heißt Kalifen, also Kalifen oder Nachfolger, wird Allah auch den Glauben befestigen. Und Glauben befestigen heißt, dass viele Menschen kommen in diesen Glauben hinein und auch praktizieren und durch ihr gutes Beispiel die anderen Leute auch einladen, durch ihre Predigen oder durch ihre Botschaft vermitteln. So, das ist eine ganz schwierige Arbeit. Und das kann ein Mensch in seinem kurzfristigen Leben nicht schaffen. Deswegen, die Nachfolgerschaft ist notwendig und die Nachfolger machen immer weiter und weiter und weiter. In der Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es waren einige hunderttausend Muslime. Dann kam Abu Bakr Siddiq und es waren die Römer und die Perser zu dieser Zeit, die Blutfeinde von Muslime und Islam waren.
Es war immer ständig Kriege gewesen. Auch in der Zeit der Umar, der islamische Reich also verbreitet sich immer überall. So, die Vertretung eines Propheten ist eine Notwendigkeit. Ohne das geht es nicht, weil der Aufgabe ist sehr, sehr schwer. Das ist eine unendliche Aufgabe. Ja, wir haben jetzt gerade schon von Ihnen etwas über die Kalifen gehört, aber Asif Sahib, Sie hatten vorhin schon bei Ihrer ersten Antwort, haben Sie darauf hingewiesen, dass es das Kalifentum gibt oder dieses Papsttum, was Sie auch angesprochen hatten. Und ja, da stellt sich mir die natürlich... Zwei von vielen Formen. Ja. Also es gibt heute sicherlich auch andere Formen. Es gibt unter den Sikh entsprechende Gurus und so weiter. Aber die sprechen nie für alle, also nicht für einen großen Teil. Aber das sind zwei Formen, die eigentlich religiös seit Jahrhunderten gefestigt sind. Und die auch wahrscheinlich am bekanntesten sind für alle. Daher kommen wir nochmal darauf, also wir haben natürlich dieses, den christlich-katholischen Oberhaupt, den Papst und den Kalifen. Gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Oberhäuptern? Also einerseits muss man halt wissen, das ist von Imam Tariq noch nicht in der Ausführung präzisiert worden, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat nach den Kalifen, die unmittelbar dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgten, heute, also im 21. Jahrhundert, auch ein Kalifat etabliert hat. Das ist das Kalifat des verheißten Messias und Imam Mahdi alaihi salatu wasalam, der vor 125 Jahren oder 124 Jahren sind das jetzt noch die Gemeinde in Indien gegründet hat. Und 1908, nachdem er verstorben ist, wurde ein Khilafat eingeführt auf Geheiß Gottes. Darüber wurde er vorher schon informiert. Und wir leben in der Zeit des fünften Kalifen heute. Ein ähnliches Kalifat gab es auch unmittelbar nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber nach dem vierten Kalifen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es politischen Zwist. Und das ist so weit zerstreut, dass zwar Leute behaupteten, sie wären Kalifen Gottes, aber deren Botschaft und deren Auftreten war mehr politisch als religiös und spirituell bedingt. Also ein Kalif, wie Imam Tariq gerade erklärte, ist ja eigentlich da, um die Gläubigen spirituell zu einen und den Kontakt zum Schöpfer, der ja dieser Kontakt unterbricht, sobald eigentlich der Prophet erstmal weg ist, ist die direkte Kommunikation, sage ich mal, etwas betrübt. Und derjenige, der Kalif ist, hat diese Aufgabe, diese Kommunikation auch mit dem Schöpfer aufrechtzuerhalten. Das ist der Glaube eines jeden. Sie haben gerade schon angesprochen, dass dann halt dieses politische Kalifat kam. Aber genau, darauf wollte ich ja jetzt hinaus. Also wenn man die Kalifats vergleichen möchte mit dem Papsttum, muss man halt auch das heutige Modell, das wir heute auch kennen, auch darüber auch wissen. Grundsätzlich ist es so, die Voraussetzung dafür, es ist ein religiöses Oberhaupt, in dem Sinne, es gibt eine religiöse Gefolgschaft von Millionen von Menschen, die gehen in der katholischen Kirche in die Milliarden, und sie haben alle zusammen ein Oberhaupt, das sozusagen deren Anführer oder der Hirte ist. Ja? Also im Christentum sagt man Hirte, weil der Einzelne im Christentum immer so als Schaf auch dargestellt wird. Das ist eine Metapher, wie eine religiöse Metapher, sage ich einfach mal. Und der Unterschied zu dem religiös Motivierten ist einfach, also es gibt grundsätzlich in der Auslegung keinen Unterschied, aber in der Praxis gibt es tatsächlich einen Unterschied. Wir wissen aus der Geschichte, dass auf der einen Seite die Kalifen Schlachten austragen mussten, um sich zu verteidigen gegen die Römer und gegen die Perser. Es gibt auch andere Ansichten, da gab es auch Angriffe und so weiter, aber da ist die Jamaat Ahmadiyya ganz eindeutig mit ihren Belegen auch, dass das eigentlich Verteidigung war. Und auf der anderen Seite gibt es auch, das sind aber politische Komponenten, also jetzt kommt in dieses Religiöse, dieses Politische hinzu. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch im Papsttum, gab es vor etwa 1000 Jahren die Aufrufe zu Kreuzzügen und später die Inquisition und so, die letztlich auch politisch motiviert waren, aber die dann so einen religiösen Deckmantel bekommen haben.
Vielen Dank. Imam Sepp, wir hatten jetzt gerade schon gehört, dass es halt, er hat gesprochen davon, dass es früher ein Kalifat gab und dann kam dieses politische Kalifat. Aber die Frage ist, wie wird denn ein Kalif gewählt und woher weiß man, dass das jetzt ein, oder woher weiß man, dass diese vier Kalifen die wahren Kalifen waren und dass das danach zu einem politischen Kalifat ausgeartet ist? Ja, ganz einfach. Die Zeichen Gottes, die Hilfe Gottes ist das einzige Maßstab, wo wir wissen, dass der Kalif ist von Gott bestätigt worden ist. Also obwohl die Menschen wählen das. Die vier Kalifen wurden einfach gewählt, weil die Sahaba, die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad, Friede Gott sei mit ihm, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, sind auch zusammengekommen in einem Ort. Und es waren ein bisschen Diskussionen gewesen und auch Meinungsunterschiede gewesen, aber die überwiegende Mehrheit von Sahaba, sie haben Abu Bakr gewählt. Aber jetzt in unserer Gemeinde gibt es ein Gremium, gibt es eine bestimmte Leute, und das hat der Kalif genannt, ein Gremium, das heißt zum Beispiel die Imame, die Missionare, nicht alle, sondern die eine Senioren zum Beispiel, auch die Amiren, also Nationalvorsitzende jeweiligen Länder. Und da gibt es 300, 400 Leute, die zusammen, etwa 300 Leute, die bilden ein Gremium und die wählen unter sich einen, den Kalifen. Das ist unsere Gemeinde, das hat der Kalif, der zweite Kalif und auch der dritte Kalif und jetzt der vierte Kalif hat immer mit dem, hat geändert, die Regel geändert und auch dieses Gremium eine andere Form gegeben. Aber es gibt ein Gremium in der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, die den Kalifen wählt. Aber in der Zeit des heiligen Propheten Muhammad, Friede Gott sei mit ihm, es war eine offene Wahl, ja, dass die Leute kommen, ja, und sie wählen jemanden. Oder manchmal ist es so, dass der erste Kalif nennt jemand, dass der wird nach mir den Kalif sein wird. Ja. Also darf ein Kalif auch alleine bestimmen, wenn... Ja, in der Zeit des heiligen Propheten Muhammad, Friede Gott sei mit ihm, zum Beispiel hat Umar, ja, ja, hat auch als Usman genannt, also ja, dass nach mir wird Usman Kalif sein. Und das war auch eine Prophezeiung gewesen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Usman gesagt, Allah wurde dir ein Gewand tragen lassen und die Leute wurden diese Gewand von dir wegziehen. Aber lass dann diese, du darfst das nicht, das Gewand ausziehen. Ja, das Gewand heißt das Kalifat. Also Umar gesagt, die Leute sagen, nein, Umar, er ist so weich, also er ist so barmherzig, er kann nicht die Gemeinde leiten. Er sagt, nein, Allah wird ihn auch kurieren. Auch der Abu Bakr hat Umar genannt, ja. Und manche Leute sagen, er ist so hart und strikt und streng. Dann hat Abu gesagt, Allah wird ihm alles gut machen, mit ihm gut machen. Also Allah weiß, wie er die Leute macht. Also wenn wir jetzt gerade ja, aktuell gucken, wurde ja aktuell ein Papst gewählt und der frühere Papst, Benedikt XVI., der ist ja von selbst, hat er ja gesagt, ich möchte zurücktreten und ist dann halt von diesem Amt zurückgetreten. Wie sieht das im Islam aus? Ist das da auch, also besteht die Möglichkeit? Das islamische Modell des Kalifats sieht einen solchen Rücktritt grundsätzlich nicht vor. Und das ist jetzt ein grundsätzlicher Unterschied. Allerdings muss man auch wissen, dass von den jetzt bis jetzt gewählten 266 Päpsten bloß zwei, also der letzte war ja vor etwa 800, 900 Jahren oder so, und dann jetzt der Papst tatsächlich zurückgetreten sind. Ansonsten war das ein Amt auf Lebenszeit. Und das ist jetzt sicherlich nicht die Regel, auch in der katholischen Kirche nicht. Aber im Islam kennt man das halt so, der Glaube letztlich an Gott und dass dieses Amt durch Gott bekleidet wurde, bestätigt für den Einzelnen und für den Kalifen persönlich auch, dass er so viel Verantwortung und so lange die Verantwortung bekommt, wie er auch auf seinen Schultern tragen kann. Und sobald es außerhalb seiner Möglichkeiten ist, wird Allah sein irdisches Leben beenden und alle Muslime bzw.
alle Gläubigen, auch die Christen, auch die Juden, alle monotheistischen Glaubensformen kennen ja auch das Leben nach dem Tod, was das Entscheidende ist. Und das als Prüfungsphase, also dann würde er dieses Leben, was eine Prüfungsphase ist, einfach durchleben letztlich. Ja, Imam Sir, wir haben gehört, gibt es irgendeine Möglichkeit, also zum Beispiel nehmen wir an, der Khalif wird krank. Gibt es eine Möglichkeit, dass er dann ersetzt wird? Oder? Nein. Wir glauben, dass der Kalif sind die Instrument Gottes, durch die Gott seine Wille auf diese Erde einsetzt oder durchführt. Und durch Kalifen werden viele Dinge erledigt, also der Islam und die Botschaft des Islam immer verbreitet und auch die Erziehungssache, und es gibt sehr viele Spiritualitätssachen damit verbunden. Deswegen, wenn ein Kalif krank wird, Gott weiß am besten, wann soll der neue Kalif gewählt werden soll, wann soll das Wechsel stattfinden. Das Gott weiß am besten. Gott beobachtet die Glaubensgemeinschaft, Gott überwacht den Kalif und seine gesundheitliche Lage. Alles ist im Hände Gottes. Deswegen wir glauben, wenn Gott findet, dass der Kalif ist jetzt geistig und körperlich nicht in der Lage, Gemeinde zu führen und Gemeinde zu weit zu bringen, dann nimmt er der Kalif weg, also das heißt zu sich, und dann kommt ein neuer Kalif, der mit großer Enthusiasmus und großer Kraft die Gemeindearbeit fortsetzt, die Gemeindegeschicke immer weiterleitet. Der Kalif Musi Sani, der zweite Kalif, er wurde sehr krank, ja, aber das heißt nicht, dass er seine Sinne verloren hat. Er war wach, und also geistig war er wach, aber körperlich war er sehr krank gewesen. Er war nicht reisen, er konnte nicht reisen, er konnte manchmal nicht so stundenlang in die Büro sitzen und sowas. Dann die Jamaat hat eine Negran-Committee, das heißt eine Committee gebildet von den ganz heiligen Menschen in der Gemeinde, die viel Wissen hatten, die unter den Anweisungen Kalifen immer die Büro, also Arbeit und alle seine Anweisungen immer durchgesetzt hat und beobachtet haben, ob den Anweisungen des Kalifen durchgesetzt wird, weltweit. Nicht nur in Rabwa, nicht nur in Pakistan, sondern auch in Afrika, in Amerika, in London, überall. Der Khalifa Musi Sani in den letzten ein paar Jahren, er starb in 1965. Ja, 65. Und vielleicht vor 2-3 Jahren war er nicht in der Lage, einfach im Desa Salana zu erscheinen und dort Vortrag zu halten oder Ansprache zu halten oder viel Leute treffen oder im Büro zu sitzen. Ja. Er war sehr krank, er war schwer krank. Aber da war eine Negran Committee, ja, die seine Anweisungen durchgesetzt hat. Okay. Aber das sollte man auch ein bisschen erklären. Also innerhalb des Islam, besonders für die Zuschauer, ist das auch wichtig. Das hatte ich ja vorhin ein bisschen erwähnt. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft, die vor 124 Jahren in Indien gegründet worden ist. Und wir zählen mehrere 10 Millionen Mitglieder, aber sprechen trotzdem nicht für alle Muslime in der Welt. Es gibt ja weit über 1 Milliarde Muslime, und wir sind eine Gruppierung. Und was uns kennzeichnet, ist, dass wir die einzige Gruppierung innerhalb des Islam heute sind, die letztlich ein solches Kalifat haben. Ja. Und das seit nunmehr 105 Jahren. Und Imam Tariq, es gibt doch diesbezüglich auch ein Hadith, ich kenne das jetzt gerade nicht auswendig, dass nach dem Khilafat, nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kommt ein weltliches Khilafat, ja, und dann wird Allah wieder, wenn Sie da den Wortlaut noch... Ja, ja. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einfach die Geschichte seiner Umma, seiner Glaubensgemeinschaft in einem Satz gesagt, dass es wird Kalifen sein, die von Gott geleitet werden. Sie werden auf den richtigen Weg, und sie werden die Leute auf den richtigen Weg sein. Dann kommt die Herrscher, die weltliche Herrscher, die sogenannte Kalifen, sie besitzen keine spirituelle Amt, also Spiritualität geben, sondern es gibt weltliche. Dann kommt Mulkan Azan, eine ungerechte Herrschaft, wo viel ungerecht gemacht wird. Und dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann kam summa takunun khilafatu ala minhaj an-nabuwa. Das heißt, dann wird der Kalifat auf dem Weg des Propheten geben. Und in diesem Hadith
wir zum Beispiel auch als Argument den unsere Gegner zeigen, dass hier hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz deutlich gesagt, wenn dieses Unrecht so viel verbreitet wird in der islamischen Welt, dann kommt ein Prophet. Und nach diesem Prophet gibt auch ein Khalifat. Summa takunu nabuwatu khilafatu ala minhajin nabuwa. Ich möchte noch kurz darauf zurückkommen. Der Khalif trifft ja die Entscheidung für die Gemeinde oder leitet ja die Geschicke ihrer Gemeinde. Wie ist das? Ist er in seinen Entscheidungen von irgendwas eingeschränkt? Vielleicht, ganz grob eingeschränkt, erstmal durch die Lehren der jeweiligen Religion und auch durch die Entscheidungen der vorhergehenden Kalifen. Also da sind große Einschränkungen da. Aber innerhalb dieser großen Rahmenbedingungen kann er natürlich auch, hat er auch gewisse Freiheiten. Grundsätzlich die Religion in ihren Grundfesten, so wie der Prophet sie ja erklärt hat, kann er sie ja nicht rütten, da er ist ja Stellvertreter des Propheten und nicht selbst Prophet oder Empfänger einer neuen Lehre letztlich. Und besonders im Islam der Anspruch, dass der Islam ja die letzte gesetzgebende Religion ist, erklärt ja, dass der Koran eigentlich abschließend das Buch ist, das letzte Werk Gottes sozusagen und das letzte Buch Gottes und all die Wahrheiten bis zum Ende der Tage darin zu finden sein werden. Und der Kalif muss halt das interpretieren für die jeweilige Situation in den jeweiligen Rahmenbedingungen zur jeweiligen Zeit. Okay. Ja, ich möchte auch etwas hier antasten. Ich habe gesagt, der Kalif hat eine Rahmenbedingung. Ja. Er hat nicht so großen Spielraum. Das heißt, er soll einmal alles beachten, was Gott gesagt hat. Ja. Also, dass alle seine Anweisungen soll unter dem Gottes Führung oder Gottes Offenbarung also entsprechen. Oder übereinstimmen. Zweitens, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Anweisungen. Drittens, der Begründer der Ahmadiyya Muslim Gemeinde. Er soll nicht etwas sagen gegen die klare Anweisung der Begründer an Ahmadiyya Muslim Gemeinde, Hazrat Masih Maud alaihi wasallam. Okay? Also es gibt auch sehr viele Bedingungen, wo er immer gucken will. Aber weil die Zeiten ändern sich. Also wir leben heutzutage 2013, aber in der Zeit von 1934, das waren andere Zeiten. Ja? Deswegen, jeder Kalif macht neue Aufrufe, neue Entscheidungen, die Zeitgeist übereinstimmen. Es geht noch kurz zum Ende hin, möchte ich noch auf einen Punkt zurückkommen, und zwar geht es um den Einfluss der Kalifen. Haben die Kalifen auch einen politischen Einfluss? Was heißt politischer Einfluss? Dass sie halt, haben die nur eine religiöse Rolle oder sind sie auch politisch, haben sie auch eine politische Rolle? Nee, das war eine Frage gestellt. Einmal Jawaharlal Nehru hat diese Frage gestellt zu dem zweiten Kalifen, also Khalifa Sistani. Er sagt, Hazur, was passiert, wenn die Ahmadiyya verbreitet wird und es, wenn in der Welt gibt es zum Beispiel 80 oder 90 Länder, die Ahmadiyya-Regierung haben. Ja? Werden Sie als Kalif, werden der Kalif zu dieser Zeit auch Ihre politischen Meinungen oder politische Pläne beeinflussen? Hazrat hat gesagt, nein. Der Amt des Kalif ist ein reines spirituelles Amt. Er bleibt als Kalif, als spiritueller Vertreter Gottes auf dieser Erde oder die Vertreter seiner Begründung der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde. Jeweiligen Ahmadiyya-Regierungen in jeweiligen Ländern, die müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen, was gut für ihr Land ist. Ja? Dann würde der Kalif nicht einmischen. Aber wenn irgendwelche Chaos gibt oder Probleme gibt, dann natürlich kann er durch die Anführung Gottes, durch die Licht Gottes, Licht vom Himmel, durch Gebete, wird dieses Land helfen. Sonst, jedes Land hat das Recht. Zum Beispiel, wenn in Japan, die Ahmadi, die in Japan leben, sie haben andere Art und Weise zu regieren und die Menschen, die in Japan leben, sie sind andere Menschen. Aber die Leute, die in
Senegal zum Beispiel leben oder in Afrika leben oder die Leute, die in Oslo oder in Norwegen leben. Also jedes Land hat ihre eigene Kultur, eigene Denkweisen, eigene Probleme, eigene Klima, eigenes alles. Manche Länder sind arm, manche sind reich. Ja, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende unserer Sendung. Vielleicht ein Bild, weil Imam Saab mich da gerade mit der Darstellung darauf gebracht hat, für die Gäste, für die Zuschauer. Wenn zum Beispiel der Prophet einen Samen sät in einer Zeit von Zwist und Unruhe, um das zu bekämpfen durch Geheiß Gottes, ist es der Kalif, der diesen Samen letztlich zum Baum heranwachsen lässt. Ja, Jazakallah, mit diesen Worten, was auch ein schöner Abschluss ist, wie ich finde, möchten wir unsere Sendung beenden. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich hoffe, Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein, wenn es aus Berlin heißt. Berlin Talk. Jazakallah und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam.